In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du das Gameplay in deinen YouTube-Videos optisch aufwerten kannst. Was ich damit meine ist, ich zeige dir, wie du die Farben in Adobe Premiere, also in deinem Schnittprogramm, bearbeiten kannst, damit sie satter, kräftiger, wärmer und insgesamt einfach etwas angenehmer anzuschauen sind. Im Grunde ist das ein grundlegendes Farbkorrektur-Tutorial und mit grundlegend meine ich wirklich grundlegend. Also es ist recht einfach und einsteigerfreundlich gehalten, damit du schnell dein Gameplay etwas optisch aufwerten kannst. Wie schon gesagt, wir sind hier in Adobe Premiere, meinem Schnittprogramm der Wahl. Ich hoffe, ihr nutzt das gleiche, ansonsten wird das schwierig jetzt. Jedenfalls habe ich mir hier einmal das Intro von Pokémon Tekken als Gameplay ausgewählt, weil ich das Intro von Pokémon Tekken ziemlich cool finde und das noch hier als Videoclip hatte. Und ich habe das jetzt hier einmal in meiner Quelle und einmal hier unten in meinem Arbeitsbereich habe ich mir so einen Bereich davon ausgeschnitten, sodass man das auch direkt gegenüber sehen kann. Das hier werde ich gleich optisch ein bisschen bearbeiten und dann sehen wir hier auch direkt den Unterschied. So, ich lege jetzt hier mal meinen Arbeitsbereich Videoclip an, gehe dann hier auf Fenster und wähle Lumetri-Farbe aus. Dann öffnet sich hier so ein Bearbeitungsfenster mit allerlei Möglichkeiten. Hier gibt es einen möglichen Schritt. Man kann sich das hier sehr kompliziert machen und sehr viel krasses Zeugs tun, was Farbkorrektur angeht. So bewandert bin ich da leider auch nicht. Aber zumindest was die einfache Korrektur angeht, kann ich da ein bisschen was machen. Deshalb wählen wir heute auch die einfache Korrektur aus. Ich ziehe mir das hier nochmal so hin, dass es genauso groß ist, damit wir direkt die Gegenüberstellung haben. Und dann fangen wir einfach mal an. Der erste Regler, den wir hier haben, ist Farbtemperatur. Und der sorgt einfach dafür, dass das Bild insgesamt ein bisschen wärmer aussieht, während Premiere netterweise mein Projekt automatisch speichert. Das ist sehr freundlich. So, ich spiele jetzt mal so ein bisschen an dem rum und übertreibe einmal, um euch zu zeigen, was so der Effekt ist. Na, bei kalt geht es eher so ins Bläuliche, bei warm geht es eher so hier rein. Und es ist immer wichtig, dass man nicht zu viel macht, damit es nicht übertrieben aussieht. Aber was man so ganz gut machen kann, es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf das Bild an, was man hat, sind so 20. Und ich stelle das jetzt schon mal aus und an, damit ihr den Unterschied direkt merkt. So ist aus, so ist an. Aus, an. Es ist einfach schon eine Spur angenehmer, wärmer, freundlicher, das anzuschauen. Und das werden wir gleich noch ein bisschen aufwerten. Wir haben hier unten noch die Sättigung, die ist normalerweise bei 100% und die stellen wir jetzt einfach mal auf 110. Zack. Man sieht den Effekt noch nicht ganz so doll, aber wenn wir am Ende fertig sind, werdet ihr das schon merken. Ich stelle auch immer zwischendurch nochmal aus und an, aus, an, aus, an und man sieht schon, da passiert ein bisschen was. Das wird alles ein bisschen schöner. So. Dann gehen wir hier weiter runter und hier haben wir die Belichtung. Bei der müssen wir ganz vorsichtig sein, weil schon ein Schritt Belichtung nach oben macht einen sehr großen Unterschied. Ich mach's mal übertrieben. Es ist schon recht doll. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal. Ein bisschen will ich es auch schon belichten, weil ich finde das ganz cool. Wir gehen mal auf 0,8. So. Und jetzt sieht man den Unterschied direkt doller. Ich hier ausmache, anmache. Das ist schon sehr viel klarer, heller und dabei wärmer. Da sieht man den Unterschied schon eine Spur mehr. So, Kontrast lassen wir so, wie es ist. Jetzt stellen wir die Glanzlichter noch ein bisschen hoch. Wenn ihr mal auf Lucarios Nase achtet, da seht ihr, dass es da heller wird und auch oben im Himmel wird es heller. Das wollen wir gar nicht unbedingt so doll machen, aber so auf 12 würde ich das schon mal machen. Dann gehen wir bei dem Schatten und da gehe ich gerne immer so viel runter, wie ich bei den Glanzlichtern hochgegangen bin. Also in diesem Fall minus 12. So. Und das sorgt einfach dafür, dass der Unterschied zwischen Glanzlichtern und Schatten größer wird. Das sorgt dafür, dass das ganze Bild ein bisschen mehr rauskommt, bisschen mehr in die dritte Dimension. Wie soll ich das beschreiben? Es poppt mehr, sage ich immer. Also, es macht es einfach ein bisschen dramatischer. So. Und bei Weiß und Schwarz mache ich im Grunde das Gleiche. Ich würde jetzt auch hier mal so auf 12 gehen bei Weiß. Es macht die Weißtöne eben ein bisschen weißer und die Schwarztöne mache ich auf minus 12, macht die Schwarztöne ein bisschen schwärzer. So. Man sieht immer so einen kleinen Effekt. Und jetzt haben wir hier schon direkt die Gegenüberstellung und man sieht schon, dass hier, das sieht etwas ansprechender aus, das sieht etwas irgendwie greifbarer aus, es sieht wärmer aus, freundlicher. Man kann natürlich auch noch ein bisschen damit rumspielen, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr möchte,
kann man das auch noch ein Stück wärmer machen von mir aus. So, das ist natürlich auch immer ein bisschen persönliche Präferenz, aber ich glaube, dass es einfach auch ansprechender wirkt. Und ich habe in der Vergangenheit auch hin und wieder Kommentare auf Videos bekommen, in denen stand, dass das so angenehm farblich aussieht. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz confident, dass das relativ gut rüberkommt. Und den größten Effekt hat man dann immer, wenn man einmal hier so vorher, nachher macht. Also das finde ich schon krass. Jetzt ist es ausgestellt, angestellt, ausgestellt, angestellt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man dieses Video so guckt, im Gegensatz zu, dass man es so guckt, da ist schon ein deutlicher Unterschied. Und wir können das jetzt ja mal ein bisschen laufen lassen. Ich hoffe, das geht ohne zu haken. Eieiei. So, wir machen jetzt einfach mal hier diese Kampfszene von Lucario und Pikachu. So, da sieht man schon, sieht schon nicer aus. Also, es ist ansprechender, es ist irgendwie doller. Ich find's sehr gut. Kann man das jetzt, während das Video läuft, ausschalten? Ja, das ist schon krass. Irgendwie öde, kalt, grau, warm, doll, besser einfach. Ja, so. Und das war's auch schon mit diesem kleinen Tutorial. Das ist, wie gesagt, ein ganz grundlegendes Tutorial, was Farbkorrektur anbelangt. Aber ich denke, so könnt ihr relativ schnell eure Videos leicht aufwerten. Hier sieht man es auch relativ gut. Und ein bisschen besser herausstechen lassen. Damit wisst ihr jetzt um die Grundlagen der Farbkorrektur Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Haut rein!